Dieses Videotutorial zeigt, wie Sie die Presstechnik unter Zuhilfenahme von SR Nexco Flask richtig anwenden. In den einzelnen Kapiteln zeigen wir Ihnen, wie Sie das Modell in SR Nexco Flask einbetten und die Küvette mit Klarsilikon befüllen. Sie sehen auch, wie das Metallgerüst zur Überpressung mit SR Nexco vorbereitet wird und wie Sie es anschließend mit Dentin und Schneidemasse überpressen. Die Ausgangssituation ist eine Brückenkonstruktion aus Metall. Stellen Sie zur Vorbereitung der Überpressung des Gerüsts zunächst ein vollanatomisches Wax-Up auf dem Meistermodell her. Betten Sie das Gerüst mit dem vollanatomischen Wax-Up im Sockelteil ein. Verwenden Sie hierfür ein Knetsilikon der Schorhärte 90 bis 95. Begrenzen Sie bei Bedarf bzw. bei kleineren Arbeiten den dorsalen Anteil mit einem Blockout. Dadurch wird nur noch ein verkleinerter Bereich der Küvette mit Klarsilikon befüllt. Fassen Sie die Brückenglieder von Basal mit Silikon. Achten Sie besonders darauf, dass die Kronen des Gerüsts vollständig von innen mit Silikon befüllt sind. Die Brücke muss gerade positioniert sein und darf nicht abkippen. Bevor es aushärtet, sollte das Silikon glatt gestrichen sein, damit keine unter sich gehende Positionen entstehen. Kontrollieren Sie nach vollständiger Einbettung des Gerüsts und noch vor dem vollständigen Aushärten des Silikons die Passung und Höhe mit Hilfe des Küvettendeckels. Das Wachsmodell muss bis knapp unter den Deckel reichen, darf diesen aber nicht berühren. Bei kleineren Restaurationen bietet das Blockout eine gute Orientierungshilfe. Lassen Sie das Silikon nach Herstellerangaben aushärten. Glätten Sie die Oberfläche bei Bedarf zusätzlich mit rotierenden Instrumenten. Hierzu nehmen Sie das Silikonteil aus der Küvette und setzen es danach wieder ein. So vermeiden Sie eine Beschädigung der Küvette. Setzen Sie die Brücke auf das Modell und kontrollieren Sie die Passung. Isolieren Sie anschließend die gesamte Silikonoberfläche mit einem dünnen Film Vaseline. Die Brücke muss sicher und ohne zu wackeln auf dem Silikon sitzen. Erstellen Sie einen vestibulären Vorwall. So können Sie die spätere Reduktion des Dentins kontrollieren und geben zudem die nötigen Cutback-Schritte vor. Legen Sie den Vorwall beiseite und setzen Sie die beiden Küvettenhälften aufeinander. Verschrauben Sie den Küvettendeckel mit dem Sockelteil.